Okay, Trizer ist fertig. Woohoo! Ich hab fertig. Wow! Die Technik ist was Tolles. So, ja. Jetzt habe ich aber die Orientierung verloren. Wo ist G? Das ist A. G ist wahrscheinlich oben, oder? Da ist D. Und da könntest du dich übrigens festhalten. Ja. Ich wette, du musst da auch hin, oder? Irgendwann. Das ist irgendwann? F? Ach so, ja, gut. Meinst du... Hä? C? Ha, da laufen Kumpels rum von uns. Nee, guck mal, wie sich das immer dreht. Das geht gar nicht zu G. Du musst darüber. Ich wette, du musst zu G und ich muss zu F. Nee, Quatsch, also zu D musst du. Springen! Und ich gehe genau hier hin. Und hier ist irgendwas, weiß ich nicht. Also hier sind bei mir 5000 Fähigkeitspunkte. Und hier sind bei mir Scheißviecher. Und eine Kiste und noch eine Kiste. Achso, jetzt bin ich hier. Hoffentlich kannst du die Tür aufmachen. Oh, ich habe ein Haderbude-Bude-Buch gefunden. Ja? Das ist ja, ja toll. Finde ich auch. Hier kann ich ja absolut nichts machen. Ne? Aber du musst irgendwas machen können. Gelandet. Ich bin da, wo wir vorher waren. Und du hast ein Haderbude-Bude-Buch gefunden. Schlangenabzeichen. Juhu. Haderbude-Bude. Hi. Bei welcher bist du? Bei F. F. Aber wie gesagt, bei F waren wir schon. Hä, nee, Moment. Das sind zwei verschiedene Plattformen, merke ich gerade. Jetzt bist du bei G. Hi. Jetzt bin ich bei D. Was? Guck mal, ich bin direkt unter dir, aber ich bin auch im Fahrstuhl. Das sind zwei Plattformen. Tatsächlich. E? Herrlich. I? Wo bist du denn ausgestiegen oder eingestiegen? Oder wieder da, um das zu finden. Ja, toll, nämlich von, ja, dann D aus. Wie kommst du denn runter? Du kommst gar nicht runter mit deiner Plattform, oder? Wo fährt denn deine Plattform da lang? Och, scheiße. Ich das wüsste. Also, ich kann ja nur allein. Ich werde gerade misshandelt. Und ich bin tot. Was? Ja, ich werde aufgemampft. Das ist ja widerlich. Ja, das finde ich auch, weil es sieht extrem widerlich aus. Schmeckst du? Offenkundig nicht, weil er keinen Bock mehr. Ach nee, ich werde jetzt selber so ein Vieh. Okay, dann kommen wir wieder nach. Los. Piers konnte ja auch weitermachen, ne? Ja. Und zwar ziemlich cool. Sherry soll sie mal nicht so anstellen. Ist klar. So. Ja. Hallo, Tür. G. G. Reservebatterie 3. Oh, hi. Ja. Ich habe ja auch gerade so viele Chancen gehabt. Hier irgendeine. Hallo, das ist unmöglich. Aber danke für die Hilfe. Die wollen verdammt oft, dass man das dreht, ne? Yep. Schön, dass wir das Ganze bei dir jetzt auch nochmal sehen. Oh, das ging aber ein bisschen schneller. Ja. Ich denke, Jake hat so ein super Virus, Quatsch, so eine super Blutgruppe, die ihn vor allem wirklichen Viren schützt. Nur in Zwischensequenzen aktiv. Achso. Das macht Sinn. Der Zwischensequenzbonus. Wow. Ich fand's sehr fair gerade, muss ich wirklich sagen. Okay, Spiel geht los. Zack, da ist der Gegner tot. Das ganze Leben ist eine Zwischensequenz. Das ist gut für Jake. Pass auf, dass du nicht irgendwo reinrennst. Na, jetzt ist eher was in mich reingerannt. So, wo kommt dieser dumme Fahrstuhl? Von vorne? Nein. Was für ein Fahrstuhl vor allem? Ist das jetzt der richtige? Nee, direkt über uns ist doch noch einer. Ja, ja, ich muss aber das da jetzt aussteigen. Ja, du musst da aussteigen, aber was mache ich denn? Hoffen, dass ich irgendwann was aktivieren kann. Okay, dann mach. Ich bin gespannt. Ich mach ja schon. Weil bei F will ich jetzt nicht aussteigen. Ich steige jetzt nicht aus, bevor ich wieder so irgendeinem so dummen Viech hier in die Quere laufe. Kann man nachvollziehen. Jetzt bist du wieder auf meiner. Ja, weil mir angezeigt wurde, ich soll springen. Ja, natürlich wurde es dir angezeigt, weil... Ja.
weil die Plattform ja da war. Ich dachte, das ist halt, weil der noch so in der Bewegung ist, habe ich gedacht, dass das heißt, dass er jetzt abspringt und derzeit die Plattform dann da auftaucht. Dup, die dup, die dup. Ich schwing mich halt cool gern durch die Gegend. Da oben ist das G und da ist noch ein I. Good. Jetzt müsste er gleich runterkommen. Jetzt kommt er runter. Wuhu. Bin da. Ist der Pferde auf der Ebene noch irgendwo hin? Zu E? Zu E. Ach doch, das ist doch perfekt. Und da könnte ich doch hin. Indem ich nämlich... Von F komme ich doch, glaube ich, zu E. Wenn du das sagst, wird das so sein. Glaube ich. Ich habe ein super, also Dingens. Ich, ja. Ja, das kann ich. Ich habe auch einen super Wortschatz. Irgendwie... Oh ja, und du musst auch hoch. Du musst nämlich von der anderen Seite hin. Ja, ja, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt mache ich das nämlich ganz schlau. Hahaha, jetzt muss ich nur, ist es deine Plattform, die jetzt hier ist? Ich hoffe es. Keine. Müsste. Doch, jetzt müsste es... Ah ja, jetzt müsste es hochgehen. Genau. Hallo. Und zwar zu I. Git. I, Git. I ist richtig, oder? Ja, I ist für dich. Ich bin gerade gegen was gelaufen. Was wollte ich nicht. Laufen bei dir Viecher rum? Nee. Nicht? Nein. Das hat mich sehr gewundert. War auch gefreut. Bei mir aktuell auch noch nicht und ich traue dem Braten nicht. Ich muss jetzt aber erstmal wieder ferngezündet. Ja, super Spiel, super Spiel. Also ich wurde geschlagen, hab Schaden genommen, bin dann. Ach, die fallen von der Decke runter. Sehr, sehr süß, ja. Bin dann gegen diesen elektrischen Zaun geschleudert worden. Und dann hatte ich übrigens dasselbe Problem. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Kannst du? Yep. Ich bin dran! Bin dran, bin dran! Schnell, schnell, schnell! Ja, bevor das Vieh bei mir kommt! So! Aber da sind noch zwei Dinger aktiv, irgendwie. Bei B. Jetzt müssen wir wieder runter. H? Was? Ich bin bei H? Irgendwas ist neben dir. Siegen Sie die... Ja! Ja, das war jetzt sehr schlau. Besiegen Sie die BOW. Ach so, besiegt man die. Nicht den Ob Schall. Das jetzt so gut war? Empfange Überspannung. Über den Irgendwie glaube ich nicht, dass das gut war. Entkommen Sie aus der Unterwasserbasis. Wenigstens läuft der Aufzug. Ja. Ich komme hier nicht raus. Muss ich auf deiner Seite rausgehen? Hier läuft eine Menge. Selbst Starrsaal. Falsches Spiel. Aber es sah sehr ähnlich aus, zugegebenermaßen. Der Kran könnte helfen. Machen wir was mit dem Kran. Kran, Kran? Schnu, Schnu. Kann man hier irgendwas machen? Irgendwas aktivieren? Nein, kann man nicht. Ich glaube, ich hab's. Was denn? Zurückrennen? Ja. Ach so, Knöpfchen drücken. Klick. Knöpfchen drücken bei der Twizer schon immer ganz schneller. Ja, ja. Bei T. Bei T, das passt ja wunderbar. T für Twizer. Ach so, das ist nicht hier. Ich dachte, ja, wo ist das T? Ich dachte, jetzt, wo wir eben gestanden haben. Jetzt mach mich nicht wuschig. Ich dachte, das ist bei dir. Das ist bei dir. Ach, das ist doch kacke. Ach, okay. Mann. Mach mich nicht wuschig. Da haben wir doch eine Sequenz gesehen, dass es bei dir ist. Ich doch nicht. Da war dein Name. Ach so. Ja. Sieht trotzdem nicht sehr stabil aus. Oder sicher. Oder toll. Mach mal was gegen das Vieh. Jakes Geduld ist am Ende. Kommt er. Au. Hilfe. Das sieht alles nicht sehr gesund aus. Wir werden gleich sterben. Wir werden jämmerlich sterben. Ja. Ich würde mich gern bewegen beim Sterben. Ich würde gerne die Sachen einsammeln. Fähigkeit. Das lebt immer noch, das weißt du, ne? Hä? Ja, ja, das Vieh lebt immer noch. Das weiß ich. So, jetzt. Aber ich wette, wir müssen hier irgendwas machen oder so, oder? Ja, warten, dass wir weiter absacken und dann bei F aussteigen.
Sacken wir immer weiter? Ja. Ach so. Sag mir das doch einer. Wir sacken. Ja. Immer weiter ab. Quick Time Run. Mist. Aussteigen hat sich erledigt. Oh! Warum sage ich es überhaupt? Och, warum drehen? Das ist aber relativ einfach. Ja, relativ. Schnupsen! So. Ziehe er sich hoch mit seinen stählernen. Das ist ein bisschen eng. Oh ja. Ja, alles klar. Ja, redet am besten noch ein bisschen. Und wie ist das Wetter so bei dir? Ja, also, ne? Oh, Hilfe! Ich glaube, das ist das kleinste Problem, was wir haben. Hilfe! Okay. Ich bin schneller! Wenn mich das Vieh meine Haxen beißt, ne? Aber dann beiß ich zurück. Und ich mach Plutsch. Irgendwie erinnert mich das Vieh übrigens total an dieses komische, wie hieß das denn noch, aus Monster Hunter. Was man auch in der Tundra, dieses mit dem komischen Maul. Erinnerst du dich noch dran? Ach, Garganox oder irgendwie sowas? Aha, da gab's doch diese kleinen schleimigen Viecher, die da rumrennen, und dann gab's auch tatsächlich irgendwann dieses große. Vom Maul her und so, das erinnert mich total daran. Das ist schlimm, dass mir der Name wirklich so auf der Zunge liegt, aber... Oh Gott. Es ist zu lange her. Die Dinger hießen Gigi, die kleinen. Hieß das Giginox? Stimmt. Oder Giginox. Garganox, irgendwas mit G. Nox, Nox könnte sein. Giginox? Garganox? Gegelgag. Sehen Sie dann in unserem tollen Let's Play mit Schnubi oder so? Ich hoffe ja mal, dass das was wird. Aber ich auch. Eine Sequenz. Jetzt kommt nämlich der große Häste hier, weißt du? Captain, wir müssen da hoch. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Dein Vater getötet. Sie sind Ihrem Vater ähnlich. So ein Arsch. Wussten Sie, wo... Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ja, habe ich. So ziemlich der unpassendste Moment für sowas. Ja. Und ich habe ihn getötet. Chris, du bist so ein... Ich weiß, warum man mich in einen primitiven Waffen erinnert. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los, schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Mit der Waffe! Waffe runter! Wenn die ihn auch alle voll blubbern, also dann kann man auch mal aus der Entfernung daneben schießen. Dass sein Ohr nichts abbekommen hat. Er müsste jetzt eigentlich wirklich ein Knalltrauma erlitten haben. So. Müsste taub sein. Für den Rest deines Lebens. Wir müssen weg! Aber egal. Ich weiß. Jetzt wird storytechnisch mal wieder interessant für uns. Stimmt. Denn jetzt sehen wir, was wirklich geschah. Wir sind in einem Kinoraum, wir essen Popcorn und gucken Piers beim Umschießen zu. Das wär's. Irgendwie müssen wir ja zwangsläufig aus dieser Basis entkommen sein. Irgendwie. Operieren Sie. Infektionssimulation. Simulation ist der Hammer. Das ist wie die Alpecin-Werbung mit diesen unglaublich wissenschaftlichen Darstellungen. Hey, das hier ist ein voll wissenschaftlich aussehender Computer. Wenn wir es nicht stoppen. Der, das macht Sinn. Das ist schon richtig so.